Gut, also das Tutorial, das wir heute bearbeiten werden, ist das sogenannte Checking and Editing Mesh. Und zwar findet ihr das unter Quality HM3300 Checking and Editing Mesh. So, und das werden wir jetzt mal öffnen. Das heißt, wir öffnen jetzt die File Cover.hm. Cover.hm. So, habt ihr das alle geöffnet? Dann schaut euch bitte das Modell mal an. Das heißt, hier befinden sich insgesamt drei Components. Und wir können hier mal die ganzen Components einblenden. Da sehen wir, aha, da gibt es so diese Abdeckung, die braune, und dann haben wir hier noch so einen Steg raus, unsere violette Elemente dazwischen. Okay, wir wollen als erstes uns beschränken auf dieses Cover. Und zwar schauen wir uns die sogenannten Edges an. Edges, wie der englische Name schon sagt, steht für Kanten. Und Kanten sind in dem Fall die freien Kanten, also sind damit gemeint. Freie Kanten heißt, das sind nur eine Reihe an Knoten drin. Und die wollen wir uns jetzt mal suchen lassen. Das geht über Mesh, Check, Components und Dankeschön. Edges. Sollte es hier geben. Edges, genau. Oder Shift F3. Oder nochmal zwei andere Wege. Es gibt in der Check-Toolbar gibt es auch einen Schalter, der heißt Edges. Und es gibt in der Tool-Page gibt es auch noch einen Knopf, der heißt Edges. Okay, wenn wir jetzt hier drin sind, dann sehen wir einmal einen Component-Selektierer und einen Wahlschalter für was er kreieren soll für diese Edges, die ihr findet. Und rechts ein paar Optionen, auf die wir gleich eingehen werden. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir wählen mal den Component an, so wie er jetzt hier dran ist. Und wir lassen dieses Create of Plot Elements. Plot Elements, das waren diese Elemente, die einfach nur zur Darstellung da sind. Ja, die haben keine strukturelle Bedeutung. Und wenn wir jetzt hier auf Find Edges gehen, sehen wir in Rot eingeblendet alle Kanten, die er findet. Und ich glaube, es ist relativ einfach zu erkennen, dass das mehr sind, als er finden sollte. Weil, wenn wir jetzt da mal genau hinzoomen, ja, an so eine Kante, ganz nah hin, dann sehen wir hier, dass es so einen Spalt hat. Das heißt, die sind nicht genau miteinander verbunden. Die gehören zwar irgendwie zusammen, aber die sind halt nicht miteinander verbunden. Und um die Knoten miteinander zu verbinden, müssen wir jetzt ein Equivalence durchführen. Equivalence heißt, er sucht zwei Knoten, die zusammengehören und fügt sie zusammen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, also beziehungsweise zwei Schritte. Zum einen erstmal diese Equivalence sich in einer Vorschau anzeigen lassen und zum anderen die wirkliche Durchführung des Schrittes Equivalence, also wo die Knoten zusammengemappt sind, zusammengemappt werden. Jetzt schauen wir uns diese Parameter hier an. Hier gibt es die Toleranz. Toleranz bedeutet hier, dass er in diesem Umfeld um einen Knoten sucht, nach anderen Knoten. Das heißt, die können wir jetzt beliebig verändern. Und dann sagt er Equivalence Add oder Retain. Da wird ausgewählt, welcher der Knoten bleibt und welcher verschoben wird. Und das Find bezieht sich auf die Edges. In dem Fall hat er die Free Edges gefunden, was eben die freien Kanten sind, wie vorher erwähnt. Wenn wir jetzt diesen Toleranzwert nicht einfach wahllos setzen wollen, weil wir wollen ja, man kann da auch was kaputt machen, wir wollen das bewusst setzen,
Dann gehen wir mit F10 einmal in dieses Jack Adams Panel. Und da können wir uns mit einem Klick auf Length, bei 2D, ne? Bei 2D, ja. Ein Klick auf Length zeigt links unten an, dass die minimale Länge 1.49 ist. Das heißt, größer als 1.49 darf es nicht werden. Weil wenn 1.49 die Toleranzgröße ist, oder größer als die 1.49, dann findet er zwei benachbarte Knoten eines Elements und fügt die zusammen. Weil er denkt, dass die zwei zusammengehören, weil 1.5 größer ist als 1.49 und somit drin. Okay? Das heißt, ja, Frage. Warum werden bei uns die Körper grau und bei ihnen bleibt orange? Grau? Schon bei uns. Also bei mir werden nur die Stellen grau, die kritisch sind. Genau, die failed. Hast du einen anderen Wert? Das kann sein. Also genau, wenn es 0.1 eingibst, dann zeigt er hier die 7, ja. Dann zeigt er die versagten Elemente an, ja. Das ist praktisch der Schwellwert, den wir hier einstellen. Aber hat nur Visualisierungsbedeutung, ja. Also keine wirkliche Operation. Wir verlassen das Panel wieder mit Return und schauen uns im Equivalence Panel die Toleranz nochmal an. Wir haben jetzt hier 1.0 eingewählt und wir gehen jetzt hier bis 1.4, weil da können wir ja problemlos hin und schauen, was er bei, wenn wir den Component nochmal anwählen und Preview Equivalence drücken, was er dann anzeigt. Er zeigt dann hier die Knoten an, wo er was gefunden hat. Die werden dann im Schritt, wenn man Equivalence drückt, wirklich miteinander verbunden. Das ist nur mal zum Spaß, ich weiß jetzt auch nicht, was passiert, aber wenn ich jetzt hier 4 eingebe und Preview Equivalence mache, dann sind es auf jeden Fall mehr Knoten. Und die Knoten und die zwei, die sollte er eigentlich nicht zusammenfügen. Das heißt, mit dem Toleranzwert ein bisschen aufpassen, aber mit 1.4 sollte alles in Ordnung sein. Nee. Ich gehe dann nochmal raus. Tool Edges, so, und Preview Equivalence. So. Wenn es dann so aussieht, können wir dann problemlos auf Equivalence drücken und dann sind die Knoten miteinander verbunden. Okay. Soweit so klar? Also 1.4, Components selektieren und dann auf Equivalence. Muss es da auf 1, 2 oder 3 stehen? Was? 2. Boah, du bist schon mal beim letzten Spiel. Ja, aber dann kommt es in den Rinden. Was hast du bei Toleranz drin? 1,4. Und dann kommen die. Da musst du noch einmal auswählen, der Geometrie. Das haben wir schon auch mal Alle anderen steht da links unten dran, dass 96 Knoten gefunden wurden. Und wenn wir jetzt auf Equivalence drücken, dann werden die Knoten equivalenced. Wobei hier steht dran, dass 0 Nodes bei Equivalence. Habe ich vorher schon gemacht. Okay, also wenn es dann so aussieht, dass man bei Preview Equivalence nichts mehr findet, dann ist alles in Ordnung. Glaubt man nur, zumindest. Wenn man jetzt aber nochmal in dem Edges Panel den Component nochmal selektiert und sagt Find Edges, dann sehen wir, dass in den Edges die Kanten in der Mitte verschwunden sind. Und genau so soll es ja aussehen, weil hier darf keine freie Kante sein. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Das sind alles keine freie Kante. Okay? Gut. So. Dann haben wir jetzt mal das gemacht. Das nächste war, dass wir die Elementnormalen anschauen. Elementnormalen, also eine Normale, die auf einem Element steht, ist ganz wichtig, zum Beispiel für Composite, für den Lagenaufbau. Dass man weiß, in welche Richtung der Aufbau beginnt, weil der manchmal nicht symmetrisch ist, etc. Und dann bildet sich vielleicht die Steifigkeitsmatrix fürs eine Element richtig und fürs nächste benachbarte falsch. Dann haben wir riesen Steifigkeitssprünge und das gibt einfach nur Käse. Deswegen muss man schauen, dass die Elementnormalen richtig sind.
Und das funktioniert über dieses Panel Mesh Check Elements Normals. Oder auch Shift F10. Und da hat man jetzt wieder zwei Auswahlschalter. Man kann zum einen in dem oberen, oberen Selektierer kann man die Elemente auswählen, wovon die normalen dargestellt werden sollen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen einfach auf Display und sagen Display Normals. Dann sehen wir jetzt hier, dass es kreuz und quer Normalen gibt. Einmal hier zum Beispiel um diese Bohrung herum zeigen alle Pfeile nach oben, aber die restliche Fläche zeigt nach unten. Klappt das bei jemand? Nicht? Also oben dran, Elements, Displayed und dann Display Normals. Ja? Es gibt aber noch einen anderen Weg, das zu machen. Wem die normalen Vektordarstellung nicht so gut gefällt, kann hier auch umschalten auf Color Display Normals. Dann sieht man das Ganze mit Farben. Das heißt, rot wäre jetzt praktisch die eine Seite, in blau die andere. Schön. Ja. Wenn man jetzt die normalen anpassen will, dann kann man sich ein Referenzelement raussuchen. Das heißt, man kann links unten diesen Element Orientation Selector aktivieren, ein Element auswählen und dann Adjust Normals drücken. Wenn man das gemacht hat, sieht man, dass jetzt die eine Fläche blau ist und die andere rot, so wie es eigentlich sein soll. So. Schwierigkeiten bei dem, bei jemand? Okay, warte, dann mache ich kurz Pause. Dann geht's weiter. Dann schauen wir uns jetzt die wirklichen Qualitätskriterien an. Bisher haben wir jetzt nur das Netz aufbereitet und die normalen so hingedreht, dass es passt. Jetzt gehen wir in dieses Check Elements Panel rein, also in dieses F10. Und sind links im Radio Button 2D. Das ist ganz wichtig, 2D. Und jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Also zum einen mal, wenn man auf eines dieser Qualitätskriterien klickt, habt ihr vorher schon gesehen, dass alle markiert werden, die versagt haben unter diesem Schwellwert oder über diesem Schwellwert. Und das minimale bzw. maximale Element wird noch angezeigt. Jetzt bei der Länge, wenn alles ist kleiner, nichts ist kleiner wie 1, das heißt, hier wird nichts markiert. Aber zum Beispiel beim Jacobian, wenn der kleiner als 0,7 ist, dann ist ein Problem. So, was ist ein Jacobian? Wenn wir mal F1 drücken, sehen wir, dass wir jetzt zur Hilfe kommen von diesem Check Elements Panel. Und da kann man runtergehen und 2D aufklappen und sich beim Jacobian sich das durchlesen, was da drin steht. Also es ist ein Qualitätskriterium vom Element, das aussagt, inwiefern ein Element vom idealen Element abweicht. 1 wäre das ideale Element, 0,7 ist gerade noch so akzeptabel und 0 wäre die Katastrophe. Genau. Wie das genau gebildet wird, ist vom Elementtyp zu Elementtyp auch wieder unterschiedlich. Das heißt, da muss man auf jeden Fall sich das vielleicht nochmal genauer nachlesen, wenn man das braucht. Aber soll ja nur vom Prinzip her verdeutlichen, was es macht. Dann kann man zum Beispiel den Minimum Angle auch mal anschauen. Da sehen wir auch, dass ein paar markiert werden hier. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, man kann sich das Ganze auch plotten lassen. Und zwar rechts unten gibt es ja diesen Auswahlknopf, der gerade auf Standard gestellt ist. Den kann man umschalten auf Assign Plot. Wenn man jetzt den Jacobian-Knopf drückt, dann sieht man hier mit einer Farbskala von 1 bis 0,7, was eben drin in dem Bereich liegt, wo es kritisch wird und wo es noch geht. Und wir wollen jetzt dieses das Verstärkungsblech da in der Mitte, das wollen wir uns jetzt mal unter die Lupe nehmen. Weil da sind ja auf jeden Fall mit Jacobian schlechte Elemente drin. Max Angle, Min Angle sind auf jeden Fall auch schlechte Werte drin, wenn man sich die mal durchgeht. Also das Blech macht immer Blödsinn. Okay, gut. Wie verbessern wir das Ganze? Wir wollen ja einmal dieses Verstärkungsblech und das Blech, das unten auch dran ist, das wollen wir mal neu vernetzen. Und es geht wie folgt. Man kann jetzt mit F12 ins Auto Mesh Panel gehen und dann
sich diesen Surface-Selector, den man sonst immer benutzt hat, auf LMs umschalten, weil hier gibt es gar keine Surfaces. Dann kann man hier zwei Elemente auswählen, beispielsweise diese zwei. Und sagt dann LMs by Face. LMs by Face, dann wird hier die komplette Fläche markiert. Und das wollen wir ja neu vernetzen. Und als Netzgröße geben wir mal 3,5 ein. Wir können es auf Mixed lassen. Aber wichtig ist, dass wir links unten nicht auf Automatic das Ganze vernetzen, sondern auf Interactive. Der Unterschied zwischen Automatic und Interactive ist der, dass es beim Interactive noch einen Zwischenschritt gibt, der mit den grünen Elementen und den gelben Knoten, wo man die Elementanzahl verändern kann. Werden wir gleich sehen. Also der Zwischenschritt, der jetzt kommt, wenn ich Mesh drücke, der kommt bei Automatic nicht, sondern es wird einfach nur vernetzt. Also wir drücken dann mal auf Mesh und dann sehen wir hier diese gelben Punkte. Das zeigt praktisch an, wo die Knoten platziert werden. Jetzt ist es dummerweise so, dass er hier praktisch von Element zu Element immer ein Knoten anzeigt. Das ist ein bisschen unglücklich. Im Tutorial ist das besser. Schöner dargestellt, wie die das gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber vom Prinzip her können wir das schon auch hinbekommen. Wir wollen, dass hier insgesamt 9 Knoten, von dem Punkt bis da unten 9 Knoten sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal zählen, wären es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir gehen bei 2 von den Einsen mit einem Linksklick drauf und erhöhen praktisch die Anzahl auf 2. Das Netz wird furchtbar jetzt, aber wir machen das nochmal und dann wird es wieder gut. Ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ihr werdet es glaube ich gleich verstehen, wie das gemeint ist. Unten gibt es noch die 4. Seht ihr die 4? Die müssen wir auf 5 erhöhen. Linksklick auf die Zahl, nicht auf die gelben Knoten, nicht auf die Linien, einfach nur auf die Zahl. Und dann drücken wir Mesh. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, aber ist wahrscheinlich trotzdem nicht gut. Gerade das Element stelle ich mir schrecklich vor, für ein Aspect Ratio zum Beispiel oder so. Aber eigentlich eher die Warp Pitch. Wir machen den Schritt jetzt einfach nochmal. Ja? Nochmal hier auswählen, by Face und nochmal vernetzen. Und dann sieht man, dass die neuen Elemente jetzt... Ja, okay, die werden also doch nicht übernommen. Schade. Okay, dann gehen wir halt hin und machen hier jeden zweiten. Setzen wir da mal eins hoch. Weil das ist auch nicht schön. Also, das ist ein bisschen Rumprobiererei, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Also, ich habe jetzt zum Beispiel hier unten da ein Zweier gesetzt und hier oben ein Zweier. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Vielleicht eher so. Tendenziell eigentlich eher weg von den Spitzen. Ich glaube, da war das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn wir oben 3 stehen lassen und unten 2 Einsen stehen lassen und in der Mitte 2 Zweier haben. Und unten 5. Genau, also ich finde es gar nicht mal so schlimm. Ja, dann lassen wir es halt so. Also wir können jetzt mal mit F10 nochmal schauen, wie es wirklich aussieht. Wahrscheinlich gibt es da immer noch mit Jacobin. Ja, das ist alles nicht schön. Aber... Das ist noch nicht so ganz schön. Aber wir lassen es jetzt mal so, ungeachtet dessen. Normalerweise, wenn man Geometrieinformationen hat, kann man das Ganze schöner machen. Die fehlen hier leider. Das Einzige, was ich jetzt noch kurz mache, nicht mitmachen, braucht ihr nicht machen, bevor ihr da was zerhagelt. Ich werde den Mesh-Style noch umändern. So, ich schau mal, ob das was gebracht hat. Jetzt haben wir 3 statt 4 rote Elemente, aber ja.
Da könnte man jetzt noch ein bisschen mehr Zeit investieren, aber das machen wir jetzt nicht aus Zeitgründen. Da gehen wir jetzt einfach ein bisschen schneller drüber. Gut, zurück zum Qualitätspanel. Es gibt da nochmal eine Möglichkeit. Und zwar, wenn ihr jetzt hier den Jacobian drückt und diese Ansicht habt oder auch die andere, das ist eigentlich völlig egal. Aber so markierte Elemente, wenn ihr da drauf drückt, da seht ihr unten, was dann angezeigt wird, sind die Parameter für dieses Element. Also hier sehen wir ganz genau, wie weit dieser Jacobian eigentlich von 0,7 abweicht. Das ist auch manchmal ganz sinnvoll, dass man das einschätzen kann. So, als nächstes machen wir Folgendes, und zwar schauen wir die Stelle hier oben an. Da sind so Trier-Elemente hier dran, um den Radius zu machen. Aber wir wollen die Trier-Elemente weghaben. Und das machen wir mit einem sogenannten Split-Command. Das ist ein bisschen tricky jetzt, weil man macht da jetzt praktisch auf der untersten Ebene des Netzes an den Elementen rum. Das heißt, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Da geht man auf diesen 2D-Radio-Button rechts und sagt dann Edit Elements. Und hier gibt es drei Radio-Buttons. Wir nehmen mal den untersten, der heißt Split. Und hier sagt er einfach, dass er alle Elemente oder alle Displayed-Elemente jetzt mit Points schneiden will. Das heißt, wir zeichnen jetzt uns da eine Linie rein und splitten dabei die Elemente. Werdet ihr gleich sehen, was das für einen Sinn hat. Also wir gehen hier hin und klicken einmal hier drauf. Hier in die Mitte von diesem Element. Zack. Als nächstes hier unten ungefähr. So, dann ein Element weiter. Nein. Es gibt einen Reject-Knopf. Wenn der nicht funktioniert, dann muss man es neu machen. Oder vielleicht Delete Line, das wäre auch möglich. So, dann geht es hier weiter. Und der letzte ist hier oben. So. Wenn es so aussieht, dann geht's auf Split. Und dann sieht die Geschichte so aus. Und so wie es jetzt hier aussieht, bin ich auch nicht zufrieden. Das heißt, ich gehe nochmal auf Reject. Dann sollte es wieder so aussehen. Dann ziehe ich die Linie nochmal. Einmal auf Delete Line. Und ich ziehe meine Linie jetzt nochmal. So sollte es dann im Endeffekt aussehen. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Triers reingebastelt mit meiner Split-Operation. Und der Sinn von diesem Ganzen ist, dass ich diese Triers miteinander kombinieren kann und Quads draus machen. Wenn ich hier um den Radius keine Trier-Elemente haben will. Das heißt, wenn es so aussieht, auf Combine und die zwei miteinander verbinden. Und hier auch. Ja. Okay. Als nächstes schauen wir uns nochmal den Quality Index Panel an. Den habt ihr auch schon kennengelernt unter Mesh, Check, Elements, Quality Index. Okay. Ich habe es jetzt falsch gemacht irgendwie. Mesh, Check. Mesh, Check, Elements, Quality Index. So, hier sieht man dann, welche Elemente gelb sind, die sind irgendwie ein bisschen blöd. Man kann hier einen Schieberegler bedienen. Normalerweise sollte es auch so aussehen bei euch. Und dieser Regler, der sagt euch, wie viele Elemente hier angezeigt werden. Also soll es ein gutes Netz sein, welche Elemente warnt man, welche haben wirklich versagt oder sind noch schlimmer. Also total versagt hat keins, bei Fails sind es ungefähr 5, bei Warn sind schon ein paar mehr, gut, ist noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schlimmer und bei Ideal, da ist alles kaputt. Aber Min und Max kann man mal tendenziell rausschmeißen, dann sind aber immer noch 100% wegen Aspect Ratio kaputt. Okay, aber wir haben ein Computated QI von 10, das ist eigentlich machbar. Okay?
Jetzt die Cleanup Tools. Rechts haben wir so einen grünen Knopf, der heißt Cleanup Tools. Und dieses Tool lässt euch mit diesen Operationen hier verschiedene Sachen machen. Okay? Das ist jetzt wichtig. Da können wir jetzt unterschiedliche Geschichten machen. Auf zum Beispiel, hier seht ihr diese Dryer-Elemente. Die stören hier irgendwie, weil die Knoten irgendwie so künstlich zusammenpressen oder führen hier zu Winkeln, die man nicht unbedingt haben will. Man kann jetzt also mit diesem Track-Dryer-Element auf der rechten Spalte in der Mitte, kann man so ein Dryer-Element packen und woanders hinziehen. Ja? Hier gibt es einen Undo-Knopf. Rechts, Undo. Aber ich ziehe die einfach mal hier unten raus. Die ganzen Dryer-Elemente ziehe ich mal nach unten weg, bis die unten aus dem Netz, aus dem Raster fallen. Dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Das andere, was man machen kann, ist, man kann Knoten auch direkt verschieben. Place Node, links oben. Wenn zum Beispiel hier diesen Knoten da entlang schieben will, schauen, kann man das Gelbe irgendwann doch ein bisschen beruhigen. So. Man kann das Ganze auch automatisiert machen. Da gibt es zum Beispiel diesen Smooth-Command. Und zwar rechts oben habt ihr dieses Smooth. Und wenn ihr hier mehrere Elemente auswählt, könnt ihr einfach auf Smooth gehen und fürs Beste hoffen. Also jetzt hat er ein gelbes erzeugt, aber dafür ein paar blaue Verhinderungen. Ja? Man kann splitten. Ein Quad in zwei Triads. Wenn du Viereck in zwei Dreiecke, das funktioniert mit Split-Quad-Element. Zum Beispiel hier unten, wenn man vielleicht da mal versuchen will mit einem Try-Element, aber das sieht irgendwie aus, als hätte es nicht gebracht. Da muss man ein bisschen spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Muss ein bisschen schauen, was man da machen kann. Aber jetzt bin ich mal schon mal bei 5.06 vom Quality-Index, also es wird auf jeden Fall besser. Wenn man sich die Elemente einzeln anzeigen lassen will, das kann man mit diesem Start-Knopf rechts machen, das nennt sich Element Patching. Und dann wird praktisch die Fläche angezeigt und die Elemente drumherum, wo einfach ein Problem auftritt. Jetzt kann ich hier Place Node, gehe ich da, schaue mir an, kriege ich da das Gelb irgendwie noch weg, nehme ich da ein bisschen rumhantiere. Oder vielleicht auch nochmal mit dem Smooth Command, auch eine Option. So, der Smooth Command hat es hier gebracht, das heißt, da ist jetzt kein Element mehr. Und jetzt kann ich hier auf Next gehen und dann wird mir die nächste Problemstelle angezeigt, okay? Ja, da ist natürlich auch nicht so einfach. Einfach mal probieren. Smoothen, hat es was gebracht? Nee. Place Node, Knoten packen, ein bisschen verschieben. Es wird nur noch schlimmer. Den darf ich nicht anpacken. Dann gibt es ein Element Optimize, links unten. Kann man das Element versuchen zu optimieren, aber das scheint irgendwie auch nichts zu bringen. Das heißt, man kann wieder beruhigt auf Next klicken und wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht, dann kann man auf Stop gehen. Das heißt, das einzige Element hier unten, dieses Gelbe, das kriege ich halt irgendwie nicht mehr gelöst. Dann müsste ich jetzt halt vielleicht doch irgendwie nochmal neu vernetzen oder so. Okay, aber das vom Prinzip her. Jetzt sind wir bei einem Computated QI von 206, was mit einem Element, was gefailed ist, ganz okay ist. Wenn jemand das immer noch nicht reicht, wenn er unbedingt ein perfektes Netz haben will, manchmal kann es von Vorteil sein, dass man Folgendes macht. Man geht hier auf F12 und nimmt hier diesen QI Optimize. Also F12 und dann den zweiten Radio Button QI Optimize, sagt Elements Displayed und sagt Mesh. Und wenn man dann nochmal in Quality Index reinschaut, dann sollte er theoretisch toll sein. Also jetzt ist er bei 0.05. Also der führt nicht immer zu besten Ergebnissen, das stimmt schon.
da müsst ihr abwägen. Aber 0,05 ist bei mir jetzt mal akzeptabel. Ja, schlecht. Da hat er vielleicht was nicht verändern dürfen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Doch, klar. Nochmal verletzen. Also mit F12 kann man wieder alles vernetzen wie gehabt. Man macht wieder Elements Displayed und sagt bei Size and Bias mit 3.5 vernetzen. Und dann sieht die Sache so aus und dann haben wir wieder einen gewohnt schlechten Quality Index. Dann sind wir bei 24,05. Genau, das aber dazu. Dann gibt es noch eine Sache und zwar seht ihr hier diesen Washer. Also Washer ist eigentlich Englisch für Unterlegscheibe. Das ist praktisch von der Vernetzungsart die folgende Praxis, um ein Bohrungsloch nochmal einen Kreis drumherum zu legen, dass die Elemente um dieses Loch selber regelmäßig sind. Das könnte wichtig sein. Also da, wie ihr so einen Washer erzeugt, das wollen wir mal mit diesem Loch hier unten rechts exemplarisch mal zeigen. Und zwar geht ihr dazu hin und blendet euch das Utility ein. Bei mir ist das schon eingeblendet, aber ihr kriegt das über View, Browsers, Hypermesh und dann Utility. Und dieses Utility, dieser Utility-Tab, der kombiniert einfach User-Defined Functions bzw. von Hypermesh bereitgestellte Funktionen, die ihr aufrufen könnt. Das sind so manche ganz nützliche Funktionen mit dabei. Also man klickt zum Beispiel auf FEA, auf GeoMesh. GeoMesh wollen wir ja gerade machen und hier unten gibt es die Option Add Washer. Ist ausgegraut. Ich muss einmal wieder zurück ins Hauptmenü. Das kann sein. Also ihr dürft in keinem Menü sein. Also, hier gibt es dieses Add Washer und wenn wir das drücken, dann kommt hier nochmal so ein neues Menü auf. Und hier müssen wir Knoten definieren, die dieses Loch eben selbst festlegen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Nodes, zweimal drauf und wählen dann alle Knoten dieses Bohrlochs aus. Und gehen dann auf Proceed. Dann macht er auf jeden Fall mal einen Mittelknoten für dieses Loch. Und jetzt wollen wir diesen Washer so definieren, dass er 3 mm nach außen drumherum gelegt ist. Das heißt, wir stellen hier die Selection auf Width und stellen hier einen Wert für 3 ein. Und wir spezifizieren noch eine Minimum Number of Nodes around the hole von 12. Das heißt, die untere Checkbox, die werden wir auch noch anselektieren und hier 12 reinschreiben. Genau, und dann gibt es Add. Und dann sieht die Sache so aus, was auch schon vom Auge her viel, viel, viel besser ist. Das heißt, hier sieht man, dass es viel gleichmäßiger um das Loch von den Elementen her aussieht. Okay, so, genug der Qualitätskriterien, jetzt schauen wir uns noch das Imprint an. Imprint bedeutet etwas einpressen oder einfügen, einlegen in Anführungszeichen. Diese Imprint-Strategie funktioniert zum Beispiel super bei Monocoques vom Formula Student, wenn da irgendwie der Sitz rein soll und so weiter, da kann der Fahrer die Kontur schon mal reingehen. Drückt werden und so ähnlich machen wir das Ganze hier auch. Und zwar sehen wir hier, wenn wir uns mal den zweiten Component einblenden, ein sogenanntes Imprint. Und das hier wollen wir mit dazu haben. Das heißt, wir wollen dem Netz sagen, geh hier bitte auf dieses rosa-rote hoch und hier wieder runter. Also füg das in deine Geometrie, in dein Netz mit ein. Und das funktioniert über das sogenannte Imprint Subpanel und zwar im Mesh Edit. Das heißt 2D und dann gibt es ein Mesh Edit. Genau, da schaut man als letztes hin. So, und dann kann man sowohl die Source als auch die Destination auswählen. Aber ich bin hier falsch, ich bin im Extend. Im Imprint kann man zwei Comps auswählen, aber trotzdem Source und Destination. So, als Quelle wird praktisch das Imprint ausgewählt.
Und als Destination wird der Component angewählt. Normal to Destination passt. Remain wollen wir eigentlich nur die Destination haben. Destination ist die Cover. Okay? So, sonst die Einstellungen passen, dann drücken wir auf Create. Und jetzt haben wir dieses Ding hier eingefügt. Ist jeder noch so weit wie hier? Geht man nochmal auf Reject und wählt hier LMs to Destination Comp aus und klickt nochmal auf Create. Dann habt ihr dieses Rosane weg und habt sofort die Elemente, die ihr wollt praktisch. Also Elemente der Component Shells. Also nochmal, bei wem es noch lila ist, hier dieser Adams to Destination Comp, der muss gesetzt sein. Und dann sieht das Ganze anders aus. Wenn man sagt, dass man Source haben will, dann sieht die Sache so aus. Okay? Das heißt, das sind die Optionen, die ihr habt. Wir lassen es jetzt mal so. Und schauen uns die Extend Option noch an. Also wir haben die Source jetzt gelassen. Also wir haben jetzt Elements to Destination Comp, wobei das jetzt nicht wichtig wäre, und haben als Remain Source angewählt. Okay, dann gehen wir jetzt hier auf Return, beziehungsweise, nee, Quatsch, wir bleiben drin und gehen auf den Extend Radio Button und blenden uns den Extend Component ein. So, wir wollen jetzt praktisch dieses Netz von hier oben auf die Elemente hier unten erweitern. Ist dem klar, was wir machen wollen? Ja? Und zwar, wir wollen jetzt hier Knoten auswählen. Und die Knoten sind jetzt hier rundherum um dieses Profil. Und weil wir jetzt nicht jeden Knoten einzeln selektieren wollen, nutzen wir eine Auswahlmöglichkeit des Selectors. Das da heißt Nodes by Path. Und wenn das selektiert ist, können wir jetzt hier einen Knoten anwählen und dann einen anderen und dann findet er die Zwischenknoten. Ja, müsst ihr nicht. Ihr könntet auch die Diagonalen und dann einen dritten, das wird da vielleicht auch reichen. Er findet es auch um die Ecke rum. Wenn diese Knoten ausgewählt sind, dann brauchen wir nur noch als Destination den Component hier anwählen. Und einen Vektor definieren. Der Vektor kann über zwei Möglichkeiten definiert werden. Diese N1, N2, N3 Auswahlmöglichkeiten. Zum einen mal über die rechte Handregel, Drehrichtung, gibt es einen Vektor von drei Punkten in der Ebene. Und das andere wäre, wenn man mit N1 und N2 zwei Punkte auswählt, gibt es dadurch auch schon einen Vektor. Dann wäre es praktisch die Richtung zwischen den beiden. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit N1 einmal hin und wählen einen Punkt hier auf dem grünen aus. Und N2 in gerader Verlängerung der Netzlinie wählen wir einen zweiten Punkt aus und das definiert unseren Vektor. Wenn ihr jetzt auf Create drückt, sollte das Ganze so aussehen, weil vermutlich diese Remesh Extension nicht gesetzt ist. Ja? Das heißt nochmal auf Reject und dann auf Remesh Extension und dann sieht die Sache so aus und in dem Fall hat man hier das Netz miteinander verbunden.